Ja, liebe Stiftungslenkerinnen und Lenker, wir sind hier beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen und ich habe mir gemeinsam mit Hans-Dieter Maisberger von der DZ Privatbank ein Thema vorgenommen, das Sie alle umtreibt, das alle Stiftungen umtreibt, weil sie es umtreiben müssen, das ist das Thema Kapitalerhalt. Wir haben uns nicht umsonst mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil es ist häufig so ein Begriff, der irgendwie umherwabert, aber es ist einer, der mit Leben gefüllt werden muss. Und wir werden uns jetzt damit beschäftigen, warum, wieso, weshalb Kapitalerhalt so eine wichtige Größe für das Verwalten des Stiftungsvermögens ist. Voranstellen möchte ich ganz kurz eine Vorstellung mit Hans-Dieter Maisberger. Herzlich willkommen bei uns beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Was machen Sie bei der DZ Privatbank? Vielleicht sagen Sie einfach kurz zwei Sätze zu sich selbst. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Caro. Also wir beschäftigen uns schon seit über 40 Jahren mit dem Vermögensmanagement von Stiftungen, von rechtsfähigen Stiftungen, als auch von Treuhandlösungen, gemeinsam mit den Gesprächen mit den Treuhändern. Herauskommend vom Vermögensmanagement haben wir dann auch die Dienstleistungen integriert, Stiftungsberatung, Stiftungsverwaltung. Das heißt also, wir begleiten Stifterinnen und Stifter in der ganzheitlichen Beratung, sowohl geben Hilfestellung im Gründungsprozess, gemeinsam mit Netzwerkpartnern wie Kanzleien, Rechtsanwaltskanzleien, Steuerberaterkanzleien. Darüber hinaus natürlich auch bei der Anerkennung mit den einzelnen Behörden, Landesstiftungsbehörden, mit den Finanzämtern. Und dann geben wir hilfreiche Impulse im Stiftungsmanagement, im alltäglichen Doing. Das heißt also, die Stiftung, wenn sie gegründet ist, ganzheitlich zu begleiten bei der alltäglichen Arbeit, wie die Rechnungslegung. Das nimmt natürlich wiederum Bezug auf die Vermögensmanagement und daraus resultiert natürlich immer wiederum auch Hilfestellungen, wie gehe ich jetzt mit dem Kapitalerhalt um, und da geben wir Rede und Antwort in der Rechnungslegung. Und darüber hinaus haben wir auch dann die Kommunikationsstrategien, also sprich Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, diese Themen, die begleiten wir auch wiederum unterstützend bei jedem Stifterinnen und Stifter, als auch bei den Stiftungen, die Bedarfe haben. Das heißt, relativ breites Spektrum an Dienstleistungen, das Sie abdecken. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kapitalerhalt. Das heißt, wir sind auf der Seite der Vermögensverwaltung einer Stiftung unterwegs. Kapitalerhalt liegt gerne als Begriff so ein bisschen in der Luft. Es gibt aber etliche gesetzliche Grundlagen. Es ist nicht nur etwas, was irgendwo mal irgendwie aufgeschrieben wurde, sondern es ist etwas, was sehr viele Grundlagen hat. Es gibt Landesstiftungsgesetze, es gibt EDW-Vorgaben. Geben Sie uns da noch mal einen kurzen Einblick, einen Überblick. Ja, sehr gerne. Also es gibt natürlich 16 verschiedene Bundesländer. Daraus resultieren 16 verschiedene Landesstiftungsgesetze. In Bayern und in Sachsen, da haben wir sozusagen gegenüber den anderen Bundesländern die strengsten Stiftungsgesetze. Grundsätzlich können wir dazu sagen, jede Stiftung sollte natürlich den Substand erhalten. Also vorausgesetzt, es handelt sich um eine Ewigkeitsstiftung. Seit 2013 gibt es ja auch schon den Begriff der Verbrauchsstiftung. Also von daher den Fokus eher auf die Ewigkeitsstiftung, auf den Substanzerhalt. Und es stellt sich die Frage, muss ich jetzt die Substanz real erhalten oder nominal erhalten? Und letztendlich, es gibt keine gesetzliche Pflicht zur realen Kapitalerhaltung. Ich darf nochmal zitieren, Professor Hüttemann, es gibt keine gesetzliche Pflicht zur realen Bestandserhaltung. Es obliegt alleine dem Stifter zu entscheiden, ob die Stiftung einer solchen Bestandserhaltung gewährleistet wird. Das heißt also, auch hier ist nochmal Einblick zu halten in das Stiftungsgeschäft. Das hat der Stifter als Stifterwillen mit auf den Weg gegeben. Wir raten auch immer dazu, keine Auskünfte oder beziehungsweise Informationen in die Satzung mit hineinzunehmen, was den realen Kapitalerhalt oder nominalen Kapitalerhalt bezieht sich letztendlich auf die Formulierung, dauerhafter Kapitalerhalt soll gewährleistet werden. Und ist die Frage, wie schaffe ich überhaupt den dauerhaften Kapitalerhalt? Was uns zur Frage bringt, wie sieht es eigentlich in der Praxis aus? Also die Aufsichten handhaben das ja in einer gewissen Art und Weise. Was ist Ihre Erfahrung aus der Praxis raus? Wie wird Kapitalerhalt heute von den Aufsichten gesehen? Wird Druck gemacht? Ja, nein? Was ist Ihre Erfahrung? Also unsere Erfahrung ist nach wie vor, auch hier werden wir immer wiederum zu Hilfe gezogen. Stiftungsgremien sind immer wiederum der Meinung, die Aufsicht muss auch gleichzeitig irgendwo eine Aussage treffen zu einer Anlage, zu einer Kapitalanlage. Das bedeutet also, man geht durchaus schon mal hin und wieder auf die Aufsicht zu und fragt, haben Sie irgendwelche Anlagelösungen? Die Aufsicht wird dann aber sagen,
die Aufsicht kontrolliert und gibt keine Hilfestellung in der Kapitalanlage. Sprich also, der Stiftungsvorstand, das Gremium, ist ja selbst treuhänderig in der Verpflichtung und muss sich Gedanken machen, wie kann ich im Vermögensmanagement das Vermögen dauerhaft erhalten? Welche Instrumente habe ich? Und gerade in der heutigen Niedrigzinsumfeld muss ich mir natürlich auch Gedanken darüber machen, wegzukommen von einer hundertprozentigen Sicherheit, weil hundertprozentige Sicherheit bedeutet heutzutage negative Verzinsung. Das bedeutet also, ich muss auch andere Anlagerestriktionen mit ins Portfolio hineinnehmen. Im Umkehrschluss bedeutet das dann wiederum für mich, ich muss mir Gedanken machen über eine Anlagerichtlinie. Das heißt also, Anlagerichtlinien so zu konzipieren, dass ich sage, mit dieser Anlagerichtlinie bin ich flexibel, bin ich auch zeitgemäß. Wir lernen immer wiederum Stiftungen kennen, die haben gar keine Anlagerichtlinie. Der Bundesverband hatte mal seinerzeit eine Umfrage getätigt, 2014, über 50% aller rechtsfähigen Stiftungen haben gar keine Anlagerichtlinien. Und wir stellen das auch immer wiederum fest in Gesprächen mit den zuständigen Stiftungsvorständen. Hier ist Beratungsbedarf, das heißt also Anlagerichtlinien zu konzipieren, passend zu den Anlagemöglichkeiten, die man auch als Stiftungsvorstand eingehen möchte. Was gehört denn dann in die Anlagerichtlinie rein? Was sind denn die Bausteine, die für Sie wichtig sind, die eine Stiftung in die Anlagerichtlinie auf jeden Fall einbauen sollte? Also die Anlagerichtlinie soll verschiedene Zielgrößen haben. Einmal soll die Anlagerichtlinie natürlich eine Aussage treffen, was erwarte ich als Stiftungsgremium als Zielrendite? Das heißt also, welche Instrumente werde ich nutzen? Also sprich festverzinsliche Wertpapiere, Bundesschatzbriefe bzw. Sparanlagen. Also all das, was an festverzinslichen Wertpapieren auch vom Universum her möglich ist. Durchaus vielleicht Unternehmensanleihen, Covered Bonds bzw. Wandelschuldverschreibungen. Darüber hinaus natürlich auch eine Aussage treffen, wie hoch soll dementsprechend die Bonität und die einzelnen Restriktionen sein bei den Aktien, bei den Rentenpapieren. Ist eine Fremdwährung auch zulässig? Das heißt also, die Gewichtungen auch festzulegen. Kurzum, also eine Anlagerichtlinie muss sozusagen flexibel und aktiv gesteuert werden können. Selbst dann, wenn ich sage, in der Anlagerichtlinie verweise ich nur darauf, der Stiftungsvorstand möchte gerne ein Beratungsmandat haben. Also er ist frei in seiner Entscheidung auch zu treffen, delegiere ich jetzt diese Anlagepolitik, die ich mir festgelegt habe, oder setze ich sie selbst um. Ganz wichtig ist es natürlich, wenn ich sie selbst umsetze, auch zu dokumentieren bei jedem Schritt, was habe ich jetzt getätigt. Sprich also den Kauf, den Verkauf zu dokumentieren. Zu dokumentieren, was hat mich dazu bewogen, den Kauf zu tätigen? Was hat mich bewogen, den Verkauf einer Anleihe oder einer Aktie zu tätigen? Anlagerichtlinien sind für mich immer wiederum auch ein Bestandteil, wo ich sage, raus aus der Stiftungssatzung, also selbst nebenher eine Anlagerichtlinie zu erstellen, sodass ich wirklich auch flexibel damit bin, den Zeitgeist immer wiederum damit abfange. Es gibt unterschiedliche Anlageprodukte, man weiß ja auch nicht, was in einem Jahr oder in zwei Jahren vielleicht an neuen Anlagenprodukten nochmal hinzukommt. Also ich muss mir verschiedene Bandbreiten festlegen, ich muss mir aber auch Gedanken machen über das Risikomanagement. Das heißt also, an wen gebe ich diese Risikomanagement ab? Setze ich das selbst um als Stiftungsvorstand, als Gremium? Oder gebe ich das und delegiere ich das an eine Vermögensverwaltung? Und dazu brauche ich natürlich auch wiederum Unterstützung, professionelle Unterstützung, wenn ich das selbst nicht habe im Gremium. Von daher verweise ich darauf, Anlagerichtlinie so zu konzipieren, dass man wirklich sagt, es ist ein Instrument, was ich intern in der Kommunikation nutze für alle Beteiligten im Gremium, aber auch extern nutze gegenüber der Landesstiftungsbehörde als Dokumentation. Aber auch nochmal extern nutze ich, setze es auch ganz gerne wiederum ein als Puzzleteil im Fundraising. Wenn ich sowas dann wiederum ins Schaufenster hinaushänge, dann zeige ich ja auch Zustifterinnen auch auf, wie gehe ich sinnvoll und verantwortungsvoll mit dem Vermögen an, was mir anvertraut wird.
Ist aber natürlich ein ganz wichtiger Punkt, was die Anlagerichtlinie am Ende des Tages auch macht. Das ist dieses Reflektieren, dieses ich beschäftige mich mit meinem Vermögen, ich übersetze das, was ich als Ziel habe, in eine zeitgemäße Anlagepolitik. Das heißt, wenn ich sie richtig verstanden habe, dann muss ich die Anlagerichtlinie auch regelmäßig überarbeiten. Ich muss sie an die neuen Rahmenbedingungen, an den Kapitalmärkten anpassen. Ist das richtig interpretiert? Das ist genau richtig interpretiert und ich verweise auch nochmal darauf, es ist ja nicht nur eine Anlagerichtlinie für das liquide Vermögen zu erstellen, sondern ich gebe dazu die Empfehlung, eine Makroanlagerichtlinie über das gesamte Stiftungsvermögen, also Stiftungen haben ja durchaus auch Immobilienvermögen oder Beteiligungsvermögen, dass man wirklich sagt, man macht sich Gedanken über das gesamte Stiftungsvermögen. Es gibt vielleicht auch Vermögenswerte, die sollen überhaupt nie veräußert werden. Denken Sie zum Beispiel an Immobilien, wo wirklich der Stifterwille gesagt wird, diese Immobilie soll natürlich dauerhaft erhalten werden, um einen gewissen Stiftungszweck auch zu verfolgen. Ich empfehle dazu, eine Makroanlagerichtlinie zu erstellen über die einzelnen Assetklassen, also Immobilien, Beteiligungen und Wertpapiere und dann wiederum für die Wertpapiere sozusagen eine Mikroanlagerichtlinie zu geben. Wer soll verantwortlich sein für die Verwaltung von liquiden Vermögen, sprich also Cashbestand bzw. Wertpapierbestand und wer soll das dann auch umsetzen? Jetzt gehört in die Anlagerichtlinie aber auch rein, beziehungsweise in die grundsätzlichen Überlegungen des Stiftungsvermögens betreffend, eben der Kapitalerhalt. Wir hatten vorhin die Grundlagen gehabt, wir packen ihn jetzt in die Anlagerichtlinie rein. Wie fülle ich das denn jetzt mit Leben? Es gibt die Unterscheidung realer Kapitalerhalt, nominaler Kapitalerhalt. Wie greife ich das als Stiftung? Wie kriege ich raus, was ich eigentlich machen muss, realer oder nominaler Kapitalerhalt? Also es gibt ja keine gesetzliche Verpflichtung zum realen Kapitalerhalt. Ja. Es gibt natürlich, wie gesagt, das Landesstiftungsgesetz von Bayern bzw. von Sachsen. Man soll wirtschaftlich und sparsam mit dem Vermögen umgehen. Man soll auch eine gewisse Ertragsstärke der Stiftung erwirtschaften. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sozusagen wirklich dazu verpflichtet bin, als Gremium einen realen Kapitalerhalt. Es sei denn, dass der Stifter das über den Stiftungswillen natürlich über das Stiftungsgeschäft sich auch geäußert hat. Das heißt also, der Wunsch des Stifters steht natürlich in der höchsten Priorität. Das bedeutet also, wenn der Stifter auf jeden Fall den Wunsch geäußert hat, das Kapital soll real erhalten bleiben, dann muss ich mir überlegen, wie gelingt mir das? Es gelingt mir durch verschiedene Instrumente der Abgabenordnung. Das heißt also, ich muss dann nochmal zusätzlich Einblick halten in die Abgabenordnung, sprich also in die Möglichkeiten der Rücklagen, Freirücklagen, Umschichtungsrücklagen. Bedeutet eben halt, ich habe hier die Möglichkeit, über die freie Rücklage, also ein Drittel der Einnahmen aus der Vermögensverwaltung, kann ich hier in die freie Rücklage hineinpacken. Ja? Mach mal ein Beispiel fest, ich habe jetzt einen Ertrag aus der Vermögensverwaltung von 20.000 Euro, ja, dann kann ich davon ein Drittel in die freie Rücklage hineinpacken. Freie Rücklage bedeutet, ich bin frei in der Entscheidung, was passiert denn jetzt eigentlich mit diesem Polster, den ich jetzt hier aufbaue. Ich kann einmal frei entscheiden, durch einen Vorstandsbeschluss nachher zu sagen, durch Kapitalschwankungen fülle ich sozusagen aus der freien Rücklage das dauerhaft zu erhaltende Kapital immer wiederum auf, sollte es zu Verlusten kommen. Kann aber auch frei dazu entscheiden, wenn ich mir ein Polster aufgebaut habe, dass ich die freie Rücklage wieder abbaue zugunsten der Zweckverwirklichung. Umschichtungsrücklagen, auch das Thema ist immer wiederum ein Thema in der Stiftungsberatung, was vielen noch nicht bekannt ist, weil sie natürlich aus der Vergangenheit heraus eher restriktive, sicherheitsorientierte Kapitalanlagen betrieben haben. Bedeutet, wenn ich jetzt einen Sparbrief, Festgelder, sonstige Termingelder in der Vergangenheit angelegt habe, dann habe ich ja nie Gebrauch machen müssen von der Umschichtungsrücklage. Aber die Zeiten haben sich geändert. Bedeutet, einen Sicherheitszins gibt es sozusagen gar nicht mehr. Wenn ich heutzutage sicher anlege, habe ich negative Verzinsung. Wenn ich jetzt in festverzinsliche Wertpapiere investiere, auch da muss ich schauen, kaufe ich jetzt ein festverzinsliches Wertpapier mit einem Kurs von über 100, ja, also in der Fachsprache über pari mit 102, 103 oder 110 und lasse das
wird Papier dann dementsprechend auslaufen, sprich also mir wird es fälliggestellt mit 100, dann habe ich automatisch Kapitalverzehr. Ich habe einen Verlust. Also bedeutet, ich muss dafür ein Gegengewicht schaffen, um diesen Kapitalverlust auch wiederum aufzufangen. Das kann ich nur machen über eine freie Rücklage. Bedeutet wiederum von den Coupons, von den Unternehmensanleihen, von den Staatsanleihen, von den sonstigen Anlagen, wo ich eine Dividende oder beziehungsweise einen ordentlichen Ertrag erwirtschafte über einen Fonds, muss ich mir sozusagen dann eine freie Rücklage, zumindest mal das, was von der Abgabenordnung heraus machbar ist, dann auch geben. Also bis zu einem Drittel in die freie Rücklage dann hineinpacken, um diese Wertschwankungen, wie gesagt, auch nochmal aufzufangen. Gleichzeitig natürlich auch Wertschwankungen aufzufangen. Man hat es jetzt nochmal sehr stark in der Corona-Krise gemerkt, ja, dass natürlich auch Aktien nicht nur eine Richtung kennen, nach oben, sondern auch nach unten. Das heißt also, aus den Dividenden habe ich natürlich auch die Möglichkeit, mir hier eine freie Rücklage zu bilden. Ein Blick in die Praxis, das interessiert mich natürlich jetzt brennend. Was ist Ihr Eindruck davon? Wie wird denn die Rücklagenpolitik in den Stiftungen eigentlich gelebt? Meinem Eindruck nach ist genau da oftmals ein schwarzes Loch, dass man nicht so genau weiß, wie ich mit den Rücklagen eigentlich umgehen kann. Täuscht mich dieser Blick? Herr Caro, das täuscht Sie überhaupt nicht, weil auch unsere Erfahrungen sind mit den Gesprächen mit den Stiftungsvertretern, dass das Thema Freirücklage, wie gesagt, Umschichtungsrücklage ein ganz neues Thema ist. Man hat sich in den vergangenen Jahren überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Wir geben da Unterstützung, wie gesagt, Impulse über die Rechnungslegung. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit bei den Stiftungen ab einer Million auch eine Kapitalerhaltungsrechnung auch aufzuzeigen. Das heißt, wir haben ein Tool entwickelt, wo wir schon dementsprechend durch verschiedene Annahmen, die dann auch in der Absprache mit dem Stiftungsvorstand getroffen werden, hier dann dementsprechend aus der Zielrendite heraus ordentliche Erträge erwirtschaften. Umschichtungserträge werden hier sozusagen dann auch als Basis dann zugrunde gelegt. Daraus ergibt sich dann eine gewisse Größe in der freien Rücklage und in der Umschichtungsrücklage. Und wie gesagt, das sind die zwei Polstern, wo ich durchaus realen Kapitalerhalt erwirtschaften kann. Realen Kapitalerhalt als solches bedeutet ja natürlich dann für mich, auch über den Tellerrand hinaus, aus der Vermögensverwaltung heraus. Ja, ich kann ja auch nochmal freie Rücklagen bilden aus dem Fundraising, also sprich 10% aus den eingesammelten Spenden in die freie Rücklage hineinzupacken. Und wenn ich jetzt noch die dritte und vierte Einnahmensphäre nochmal ansprechen darf, also auch Einnahmen aus dem Zweckbetrieb oder aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, kann ich auch nochmal freie Rücklagen bilden. Also das heißt, ich muss mir als Stiftungsgremium auch Gedanken machen, was habe ich noch für andere Einnahmentöpfe außer der Vermögensverwaltung, die ich dann noch generieren kann. Und auch hier, wir weisen immer noch mal darauf hin, dass durchaus auch eine Entwicklung, eine Fundraising-Entwicklung auch wiederum einhergehen kann, dass man sagt, konzentrieren Sie sich nicht nur alleine auf die Einnahmen aus der Vermögensverwaltung, sondern auch noch weitere Einnahmentöpfe zu generieren. Weil nämlich dann, wenn ich weitere Einnahmen generiere, verbuche ich das natürlich alles unter der freien Rücklage. Ja, wenn ich da natürlich einhaken darf, für mich ist es da aber schon wichtig. Also wenn ich jetzt Fundraising als Einnahme auf der Einnahmeseite mich bewege, dann ist Fundraising eine Möglichkeit, die Einnahmen ein Stück weit zu verbessern. Aber ich glaube, dass die erste Pflicht für einen Stiftungsvorstand, für Stiftungsverantwortliche eigentlich das Thema Vermögensverwaltung ist. Also da muss ich eigentlich ansetzen, ein Stück weit das Ganze professioneller aufzusetzen. Denn wenn ich da professionell aufgestellt bin, dann kann ich gerne auch noch was nachlagern im Sinne von zum Beispiel einer Fundraising-Strategie. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen, aber erste Stiftungspflicht ist das Thema Vermögensverwaltung in meinen Augen. Herr Karol, ich kann es Ihnen nur beipflichten. Ich sehe es genauso, aber man muss es trotzdem nochmal unterscheiden. Es gibt ja auch Stiftungen, die sind nicht nur rein von der Kapitalmäßig her massiv ausgestattet. Es gibt ja auch Stiftungen, die haben ein wunderbares Netzwerk. Durch Multiplikatoren gewinnen sie unwahrscheinlich viel im Fundraising. Deswegen verweise ich da nochmal darauf hin. Also neben der professionellen Vermögensverwaltung natürlich auch Einnahmen zu generieren über das Fundraising, so dass ich über die Fundraising-Möglichkeiten auch habe, freie Rücklagen zu bilden. Also die 10%
von der Spende in die freie Rücklage hineinzupacken. So, da habe ich auch die Möglichkeit, darüber hinaus natürlich auch wiederum Vermögen aufzubauen, ja, für die freie Rücklage. Wie gesagt, ich gebe Ihnen vollkommen recht, ein professionelles Vermögensmanagement ist unabdingbar. Das heißt also, wenn ich als Stiftungsvorstand oder je nachdem, es kann ja auch verlagert sein auf den Stiftungsrat, auf das Kuratorium, je nachdem, wie die Satzung auch gestaltet ist. Wenn ich selbst nicht in der Lage bin, professionell das Vermögen zu managen, ja, ist auch umzusetzen. Es gibt mittlerweile schon verschiedene Gerichtsurteile, wo Gerichte dann entschieden haben, dann soll man sich die Hilfe eines professionellen Vermögensmanagements zu Rate ziehen. Das bedeutet also, gehen Sie da als Entscheider auf jeden Fall auf Ihre Netzwerkpartner zu, wo Sie das Vertrauen haben, Vermögensverwalter dementsprechend hier zu konsolidieren und dementsprechend auch nach allen Facetten auch diese Dienstleistungen auch abzurufen. Welche Dienstleistungen habe ich zusätzlich? Nicht nur das reine Vermögensmanagement, auch darüber hinaus, welche Dienstleistungen habe ich neben dem Vermögensmanagement auch nochmal als Stiftung beiseite? Das hatte ich gerade schon angesetzt. Wie sehen das eigentlich die Stiftungsaufsichten, dieses Thema? Ich kann mir vorstellen, dass momentan in den Stiftungsaufsichten, was ich auch höre, auch aus den Gesprächen im Vorfeld dieses virtuellen Tages für das Stiftungsvermögen, dass die Stiftungsaufsichten durchaus hier und da unruhig auf ihren Stühlen hin und her rutschen. Lassen Sie uns da vielleicht noch mal einen Blick reinwerfen. Wir hatten ja auch im Vorgespräch so das eine oder andere dazu angerissen. Wie sehen die denn das? Also, wir sind ja bundesweit tätig. Das heißt, die DZ Privatbank ist ja bundesweit in allen Bundesländern vertreten. Und die letzte Zeit häufen sich Hilferufe, schriftliche Hilferufe von diversen Stiftungen, weil sie angemahnt worden sind von den Landesstiftungsbehörden. Also aus unterschiedlichen Bundesländern erreichen uns Hilferufe, dass bei der Einreichung des Rechenschaftsberichts dann festgestellt worden ist, dass man nur minimale Erträge aus dem Kapitalvermögen erwirtschaftet hat und dass man wirklich nicht nur Einnahmen aus dem Fundraising heraus dann nutzt, um die Zwecke zu verwirklichen, sondern ich habe die Verpflichtung, mein Vermögen so anzulegen, dass ich auch ordentliche Erträge erwirtschafte und nicht 0,05% Zinsertrag. Das ist eindeutig zu wenig. Das heißt, ordentliche Erträge auch zu erwirtschaften über alle Kapitalmarktinstrumente, die mir zur Verfügung stehen. Das heißt also, hier nimmt dann auch die jeweilige Aufsicht ihre Aufgaben wahr. Das heißt, sie kontrolliert und überwacht, aber gibt aber keine Hinweise, dass sie sagt, wie sollst du das jetzt umsetzen? Ja? Mit welchen Möglichkeiten? Ja? Die gängigste oder die ja, im Volk die gängigste Art und Weise ist viel in den Köpfen noch, ja, ich muss das Kapital ja mündelsicher anlegen. Ja? Aber diese Mündelsicherheit, die steht in keinem Landesstiftungsgesetz. Ja? Das heißt also, ich muss dafür Sorge tragen, wie lege ich das Kapital so an, dass ich ordentliche Erträge erwirtschafte, sprich also aus den Zinsen, aus den Dividenden und wenn ich die Möglichkeit habe, von der Kapitalausstattung natürlich auch von Mieteinnahmen. Das heißt, aus diesen drei Töpfen kann ich dann dementsprechend Erträge, Einnahmen aus der Vermögensverwaltung erwirtschaften und muss mir Gedanken machen, wie hoch ist die Gewichtung in den einzelnen Segmenten. Ich muss mir Bandbreiten festlegen, damit ich auch Schwankungen dementsprechend auch aushalte. Und die Landesstiftungsbehörden, ja, sind mittlerweile sogar so weit, dass sie sagen, also einen gewissen prozentualen Aktienanteil lasse ich sogar zu. Das heißt also, wachstumsorientierte Anlagen sind ja für Stiftungen prädestiniert. Stiftungen haben ja eine langfristige Ausrichtung. Sie denken ja nicht kurz wie ein Privatanleger. Ja, sie dürfen nicht spekulieren, aber auf der anderen Seite, sie dürfen langfristig Kapital anlegen. Und eine Aktienanlage ist ja gerade auch ein Instrument für langfristig orientierte Anleger, sodass ich nicht immer kurzfristig auf mein Kapital zurückgreifen muss. Das heißt, die Briefe, die dann kommen, ich nehme jetzt einfach mal die Fußballersprache, das ist nicht nur eine mündliche Verwarnung, sondern das ist eine gelbe Karte. Das trifft mich, wenn ich jetzt den Bogen zum Anfang schlage, als Stiftung unter Umständen unvorbereitet, wenn ich eben genau nicht mein Anlageziel kenne, wenn ich die Anlagerichtlinie nicht genau so ausformuliert habe, dass ich darauf reagieren kann, wenn ich überhaupt keine Anlagerichtlinie habe, oder? Das trifft doch dann schon auf einen relativ, ja, groben Boden. Also wenn man jetzt in der Fußballersprache bleiben möchte, gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist eine gelbe Karte.
Und letztens wurde mir zugetragen von einer Landesstiftungsbehörde, dass sie sogar in Erwägung ziehen, die rote Karte zu ziehen, weil der Stiftungsvorstand beratungsrestriktiv wäre. Das heißt also, der Stiftungsvorstand möchte weiterhin Sicherheit vor Rendite. Und da erwägt sogar die Landesstiftungsbehörde, den Vorstand von Gesetz wegen her abzuberufen. Also diese Möglichkeiten gibt es. Das ist dann schon ein sehr hartes Mittel, wirklich eine sehr harte rote Karte. Das sind dann wahrscheinlich Vorstände der Kategorie, das haben wir immer so gemacht. Genau, so ist es. Das bringt mich natürlich zu der Frage, dass ich mich als Stiftung schon ganzheitlich mit meinem Stiftungsvermögen auseinandersetzen muss. Es reicht einfach nicht, dass ich sage, ich nehme nur eine Disziplin raus, ich mache vielleicht mal ein bisschen was an der Aktienquote, sondern ich muss wirklich übergreifend mich mit meinem Stiftungsvermögen auseinandersetzen, weil alles andere ist nicht mehr zeitgemäß, oder? Ich sehe das genauso, Herr Caro. Das heißt also, ich muss mir wirklich die ganzheitliche Stiftung nochmal anschauen. Das heißt, die ganzheitliche Vermögensmanagement. Deswegen nochmal auch den Hinweis, eine Makroanlagerichtlinie sich zu begeben, um dann nachher letztendlich daraus auch sich selbst eine Kapitalerhaltungsrechnung auch zu erstellen. In Bayern, die Stiftungen, die von einem Wirtschaftsprüfer begleitet werden, das heißt also, wenn ich jetzt hier über einen Wirtschaftsprüfer einen Prüfungsbericht einreiche auf zur Landesstiftungsbehörde, dann habe ich auch gleichzeitig die Verpflichtung dazu, eine Kapitalerhaltungsrechnung auch nochmal dann auch abzugeben. In den anderen Bundesländern sieht das etwas anders aus. Wir stellen aber auch fest, selbst bei einer Gründung einer Stiftung, jüngst wieder passiert, wollte die Landesstiftungsbehörde eine Kapitalerhaltungsrechnung vorgelegt bekommen in den nächsten 3 bis 4 Jahren. Das bedeutet also, dass eingesetzte Kapital, ja, muss man verschiedene Annahmen treffen. Welche Rendite erwarte ich natürlich bei welcher Risikokennziffer und bei welcher Risikomanagement? Und wir zeigen dann dementsprechend Stiftungen dann auch auf im Verhältnis zur Risikoklasse, was kann man letztendlich rein von den Erträgen heraus erwarten? Sprich also, welche ordentlichen Erträge, welche Kursgewinne können wir hier zugrunde legen? Also sprich, alles zusammen ergibt ja letztendlich dann die Performance. Also das heißt, ich muss eine Annahme treffen. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel für eine Stiftungsplanung. Wir haben eine Stiftung mit zugrunde gelegt von 2 Millionen. Die möchte gerne eine Planung haben für die nächsten 5 Jahre, sprich also das Kalenderjahr 2020 bis einschließlich 2024. Dann habe ich dann dementsprechend die Anlage des Stiftungsvermögens von ausgehend von 2 Millionen. Ich habe dann einen Ertrag bei einer 60, ja, 60, 30, 10 Variante, sprich also bis 60% in festverzinsliche Wertpapiere, bis 30% in Aktien, bis 10% in andere Anlagen. Auf mittelfristige Sicht kann ich hieraus eine Performance, eine Rendite erwirtschaften von knapp von 2,7% per anno. Das heißt, es ist eine Bruttoperformance. Daraus leite ich ab, wie hoch ist mein ordentlicher Ertrag. Wir haben hier zugrunde gelegt, 1% als ordentlicher Ertrag als Ausschüttung zu haben. Der Rest ist sozusagen daraus einen positiven Ertrag aus Kursgewinnen, die aber dann letztendlich dann verbucht werden müssen, letztendlich unter der Umschichtungsrücklage. Ja? Also kurzum, man sieht dann in der beispielhaften Stiftungsplanung in der Kapitalerhaltungsrechnung auch wiederum diese zwei Instrumente, freie Rücklage, Umschichtungsrücklage. Sowas möchten auch gerne Aufsichtsbehörden dann sehen. Die freuen sich natürlich auch darüber, dass man sich Gedanken darüber macht, wie viel packe ich jetzt in die freie Rücklage, wie viel kann hier erwirtschaftet werden, auch über eine Umschichtungsrücklage. Wie gesagt, das sind Annahmen. Ich würde diese Annahmen natürlich auch nicht zu hoch legen, ja, weil die Märkte können ja durchaus auch nochmal anders laufen, als wie die Annahmen getroffen worden sind. Das heißt, kurze Einschätzung zum Schluss, ist in Ihren Augen so ein, ich will nicht sagen Point of No Return erreicht, aber ist jetzt wirklich so ein Punkt erreicht, wo Stiftungen tatsächlich den Druck auch spüren, im Stiftungsvermögen was anders zu machen als in den letzten 10 oder 20 Jahren? Meinem Eindruck nach haben wir diesen Punkt jetzt erreicht und man wird mit den Rezepten, die in den letzten 10, 20 Jahren funktioniert haben, definitiv nicht mehr die nächsten 10, 20 Jahre so auskömmlich Renditen erwirtschaften können, wie man das gewohnt war. Das heißt, man muss sich ganz ordentlich aus der Komfortzone rausbewegen.
Auch hier kann ich Ihnen nur noch mal beipflichten, Herr Caro. Auch das sind unsere Erfahrungen. Wie gesagt, wir stellen das bundesweit fest. Der Druck wird größer. Der Druck wird aus unterschiedlichen Gesichtspunkten größer. Einmal, wie komme ich meiner Zweckverwirklichung nach? Also den Druck mache ich mir dann auch selbst. Ja? Das heißt, ich bin ja gut Mensch als Stiftungsvorstand und möchte ja vieles Gutes auch bewirken. Und wenn mir auf der anderen Seite die Einnahmenseite wegbricht, dann kann ich auch nicht mehr so viel Gutes bewirken, wenn ich rein aus der Kapitalstiftung heraus Erträge erwirtschafte. Also das heißt, ich muss über den Tellerrand hinausschauen, um mir Gedanken zu machen von der gesamten Einnahmensituation. Das bedeutet für uns als DZ Privatbank wiederum, wir begleiten Stiftungskunden ganzheitlich. Ganzheitlich heißt, wir verweisen einmal darauf, auf unsere individuelle Finanzberatung. Das kann ja durchaus sein, dass der Stifterkunde sagt, ich möchte gerne selbst die Entscheidungen treffen, also ein reines Advisory, beziehungsweise er delegiert es an die Vermögensverwaltung. Standardisierte Vermögensverwaltungen halten wir für Stiftungen vor, also auch individuelle Vermögensverwaltungen bis hin zu großen Stiftungen, dass wir auch die Möglichkeit haben, über unsere Tochter IP Concept Spezialfonds aufzulegen. Es kommen aber natürlich auch wiederum weitere Aspekte in der Stiftungsberatung auf uns zu. Das heißt, gehen Sie mal davon aus, der Kunde ist ja zuerst mal keine Stiftung, sondern zuerst mal Unternehmer. Der Unternehmer hat das Bedürfnis, sein Unternehmen vielleicht in eine Stiftung zu übertragen, in eine gemeinnützige Stiftung. Das heißt also, auf der Beratung des Unternehmers werden wir natürlich auch hier beiseite stehen und strategische Finanzberatung anbieten. Darüber hinaus natürlich, wenn er mehrere Assetklassen auch hat und mehrere Bankverbindungen, stehen natürlich auch Dienstleistungen aus dem Family Office von unserer Seite aus zur Verfügung. Uns erreichen auch hin und wieder schon mal von größeren Stiftungen auch Ausschreibungen. Das heißt also, über unser Family Office bedienen wir natürlich auch die Dienstleistungen der Ausschreibung. Das heißt, wir begleiten hier als unabhängigen Privatbank begleiten wir auch Stiftungen bei den Ausschreibungen. Und last but not least, Stiftungen haben durchaus ja auch Immobilien oder sonstige Sachwerte, wo sie sagen, ich brauche eine Finanzierung. Ja, auch das können wir dann dementsprechend darstellen. Also Sie sehen eine Rundumversorgung für den Stifter, für die Stiftung haben wir aus unserem Stiftungsmanagement bei der DZ Privatbank. Ja, Hans-Dieter Maisberger, vielen Dank. Das waren einige sehr spannende Einblicke in das Thema Kapitalerhalt und am Ende des Tages, wie ich das Thema Kapitalerhalt auch auf die Neuzeit, auf das Hier und Jetzt in der Anlagepolitik einer Stiftung übersetze. Vielen Dank, dass Sie mit an Bord waren hier beim virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen. Und für Sie, liebe Stiftungen, geht es gleich weiter mit dem Thema ESG-Anlagepolitik. Eine sehr spannende Diskussion, unter anderem mit Carsten Beer von der Bingo-Umweltstiftung, mit Andreas Fiedler von der Evangelischen Bank bzw. Thomas Schiffelmann von Handicap International. Ich freue mich drauf. Das Thema ESG, das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, das Sie im Täglichen mit Sicherheit umtreibt. Und wir werden schauen, dass wir das, was für Sie wichtig ist, in der Diskussion dann entsprechend zum Thema machen. Tschüss und auf bald. Bis gleich.